Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, zu unserem allerletzten Video aus unserem... Oh, ich fange schon an. Bis jetzt ist es noch nicht so beschrieben. Kannst du es noch überlegen? Das dürfte man jetzt nicht passieren. So, servus, liebe Videofreunde. Das wird sehr wahrscheinlich unsere letzte Aufnahme sein aus unserem Piccolino. Denn wenn alles normal läuft, sind in einer Stunde die neuen Besitzer da. Und dann geht er weg, der Gute. Ja, also wir haben glücklicherweise Tatsache, also unsere Wunschfamilie gefunden für Piccolino, kann man so sagen. Ja. Und das war dann auch alles überraschend. Auf einmal kamen dann mehrere Anfragen und ich glaube, wir hätten auch den anderen gerne das Auto gegeben. Der Holländer, ja. Der Holländer, ja, der auch angefragt hat. Also, aber wir haben echt Tatsache unsere Wunschfamilie gefunden. Und zwar ist das eine Familie aus dem Nachbarort hier, ist nicht weit weg. Und vor allen Dingen freuen die sich genauso über Piccolino, wie wir uns damals über ihn gefreut haben. Und das war so für mich, das war mir so wichtig gewesen, dass wir auch jemanden finden, der das Auto zu schätzen weiß und mit Liebe kauft. Und das haben wir wirklich Tatsache gefunden. Und darüber bin ich besonders froh. Ich bin ja dann doch immer so ein bisschen mehr die Emotionalere. Hier liegt auch schon ein Tempopäckchen. Ich habe auch schon ein paar Tränchen gerade vergossen. Und aber wir können Piccolino jederzeit besuchen, wir können mal hinkommen. Ja. Und können uns mal anschauen, was die so für Reisen machen oder wie sie sich dann auch eingerichtet haben. Und also ja, das ist, war mir auch irgendwo wichtig. Und ich hoffe, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass er Piccolino bleibt. Also vom Namen her. Wir haben es dran gelassen und ja, dann reist Piccolino halt mit einer anderen Familie weiter. Ja, dann also wenn ihr dann den Piccolino seht, das sind nicht wir. Das sind dann nicht mehr wir, nee. Ja, also fällt mir besonders schwer. Wir haben natürlich auch an dem Auto gehangen und es war unser allererstes Wohnmobil und wir haben so schöne, tolle Reisen damit gemacht. Und dann haben wir uns ja entschieden, auf den Kastenwagen umzusteigen und haben uns ja in den Malibu immer wieder verliebt, wenn wir reingegangen sind. Und dann haben wir uns letztendlich entschieden, auch aufgrund des Automatikgetriebes, ne, was der Malibu jetzt hat, das neue Neunganggetriebe, dass wir umsteigen auf Kastenwagen. Ja, und nun sind wir natürlich auch gespannt und werden am Montag oder Dienstag mal anrufen und fragen, wie dann die Sachlage so ist jetzt zu Corona-Zeiten. Hier liegen auch schon brav unsere Masken und Desinfektionsmittel. Es wird auch ein komischer Verkauf heute werden. Ja. Ja, die Situation ist ja allgemein für alle nicht so ganz einfach im Moment und ja, und da müssen wir mal gucken, ob der Fiat doch noch gebaut hat, unseren Kastenwagen, dass der schon vielleicht bei Karthago ist zum Ausbau und wir hoffen, dass wir den nicht allzu viel Verspätung bekommen. Aber letztendlich, wir können eh nirgendwo hinfahren. Im Moment ist ja sowieso noch nichts mit Reisen, geht nicht. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu, dass es bei uns spontan auch nicht mehr so gehen wird, dass ich das alles durchorganisieren muss, weil ich meine Mutter komplett jetzt aus dem Heim rausgenommen habe, weil es keine andere Möglichkeit gab. Oder ich hätte sie halt zurückbringen müssen und hätte sie dann einmal nicht mehr sehen dürfen. Und das wollte ich nicht. Und deswegen lebt sie jetzt im Moment erstmal bei uns zu Hause, solange bis es einen Impfstoff gibt. Und dann sehen wir weiter, ob wir vielleicht dann auch eine andere Einrichtung finden für meine Mutter. Und jetzt bin ich die letzte Woche eben am Durchorganisieren gewesen, wie wir das alles lösen können, dass wir auch mal ab und an mit unserem neuen Malibu dann vielleicht wegfahren können. Ja, also alles neu dieses Jahr, alles anders. Und ja, nun hat Pico so lange bei uns vor der Tür gestanden und nun... Ja, heute ist der große Tag des Abschiednehmens. Also, wir werden euch natürlich mitnehmen nachher bei unserer Übergabe. Vielleicht machen wir auch eine Stunde ein Video, es hat nicht geklappt. Dann kommt der Holländer. Dann kommt der Holländer. Frederik. Ja, dann, also wir haben noch einen Ersatz, falls das nicht klappen sollte. Ja. Und das war auch ein ganz herzallerliebster Mensch. Ja, der wollte ihn unbedingt haben. Ja, der wäre sofort gekommen und hätten geholt. Ich komme sofort. Ich kaufe sofort, hat er gesagt. Ja, der wartet ja eigentlich eher darauf, dass es nicht klappt. Ja, der wollte aber nur wissen, ob das Auto in Ordnung ist. Er hat gesagt, der ist tipptopp. Ich komme sofort. Ja, also erst gar nichts und dann auf einmal schlagartig, dann ging es doch. Und wir sind auch froh, dass wir zu Corona-Zeiten das Auto ja, so verkaufen können. Also
Es ist nicht der Wunschpreis, den wir hatten, aber immerhin noch ist besser, okay, als wenn wir hätten zum Händler gehen müssen. Und ja, absolut okay. Aber wir sind zufrieden. Wir sind echt zufrieden. Alles gut. Und vor allen Dingen, er kommt eben in ganz liebe, ja, Hände. Das ist die Hauptsache. Dass er, die freuen sich genauso, wie wir uns, ja, gefreut haben. Und die freuen, die sind jetzt schon aufgeregt, dass, ja, er hierher kommt gleich. Es muss halt passen für jeden, ja, der so ein Auto sucht. Passt. Und das ist es halt. Und ich kann Pico besuchen. Oh, da freue ich mich. Ja, wenn wir gemeinsame Ausfahrten machen. Ja, das werden wir mal machen zusammen. Das wird erstmal komisch. Oh. Also, seid gespannt. Bis nachher. Ciao. Ja, tschüssi. Ich sehe, Sie sind vorbereitet. Ja, auch wieder alles dabei. Nein, wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht hier. Also so ein komisches Verkauf habe ich auch mal ganz gemacht. Ich nehme das Büschel auf. Das also ist seltsam zu was. Aber wenigstens haben wir uns mal gesehen. Ja, genau. Naja, ich habe es ja nicht schon über YouTube, über die, ja, Reisevideos. Ja. Ja, wie wollen wir machen? Wollen wir erst das Schriftliche machen oder wollen wir erst die... Wir können gleich das Schriftliche. Okay, ich konnte mich schon gar nicht. Oh, ich war schon ganz aufgeregt. Ja, ich habe schon geheult heute. Ja, oh ja, das glaube ich. Oh.